So, hier das nächste, was man an und für sich nur für die Suchmaschinen machen. Weil je einfacher natürlich die ihre Möglichkeiten haben, die Seite zu indizieren, desto besser wird es natürlich. Und unser Ziel ist natürlich auch, nicht nur Inhalt zu bieten, sondern dass wir auch sauber in Suchmaschinen reinrutschen. Hier gibt es was namens rel gleich canonical. Das rel steht für relevation, also sprich Beziehung. Zu Deutsch kanonisch, guckt man sich es nach einer lateinischen Bedeutung an, hat man mehr Spaß, sprich Kanon, sprich Norm, Regel. Was entspricht also quasi der Norm, der Regel? Was man da damit machen kann, ist, seine Seite auszuzeichnen, welche die Originalseite ist. Das hört sich jetzt irgendwie ein bisschen merkwürdig an. Gucken wir uns erstmal an, wie es eingebaut wird. Oben im Head-Bereich, egal an welcher Stelle, kommt dieses Link, Leerzeichen rel, canonical, plus das href, die Hyperreferenz, und zwar mit dem kompletten Pfad. Für das Beispiel hier wurde vom Webmaster die Startseite quasi genommen. Also sprich http://www.webmaster-crashkurs.de/. Der letzte Slash bedeutet einfach Startseite. Damit sage ich, das ist das Original. Hier geht es wieder darum, doppelten Inhalt zu vermeiden. Das ist jetzt bei statischen Seiten nicht wirklich das Problem, wenn es einfach wirklich super eindeutiger ist. Aber sobald man schon einen Blog betreibt, wo irgendeine automatische WordPress oder sonstige Installation automatisch die Seiten generiert, ist schon so als Thema da, was ist eigentlich das Original? Weil teilweise hat es mal unter Auflistung drin, teilweise hat man es als Einzelartikel drin. Manche sagen das auch noch ein Archiv, nochmal doppelt anzulegen. Und von dem her ist es dann wichtig zu sagen, was ist die Originalseite? Das gleiche Spiel, ich muss das für jede Seite natürlich individuell machen. Habe ich jetzt die HTML-Seite css-lern.html, dann gehört hier in dem Head-Bereich dann Link, rel canonical, href, http und so weiter und so weiter, slash css-lern.html rein. Das muss also für jede Seite individuell sein, um wirklich zu sagen, das ist das Original. Bei unseren zwei Seiten ist es jetzt nicht allzu schwierig. Woher das jetzt kommt, liegt einfach dran, das ist so das typische Beispiel dazu. Überall, wo example.com drin steckt, ist Beispielseite. In vielen Shops hat man eine Suchfunktion. Und ich kann ein und denselben Artikel mit unterschiedlichen URLs erreichen. Gehe ich in den Shop rein und suche nach einem Artikel, kann sein, dass ich die direkte Seite bekomme. Ich kann natürlich in den Shop reingehen und kann sagen, ja, ich suche mal alles zu, was weiß ich, Badeschwimme oder sowas. Und dann taucht es quasi in der Rubrik auf. Dann taucht hier unten, hier hinten, einerseits die Seite plus die Rubrik auf. Aber es ist ein und die gleiche Seite. Es kann also durchaus, je nachdem, wie das aufgebaut ist, dann vier, fünf, sechs, teilweise N-Seiten immer wieder dasselbe sein. Wenn ich jetzt der Seite mitgebe, dieses rel canonical, dann ist für die Suchmaschine glasklar, auch wenn ich das hier aufrufe oder das hier aufrufe, die Originalseite steckt unter dieser URL. Und deshalb gibt man das einfach prinzipiell an und gut ist. So, und das packen wir jetzt einfach mal in unsere zwei HTML-Seiten rein. Packt das mal oben einfach rein in diesem Head-Bereich und dann gucken wir, ob das passt. Schadet nichts, wenn es dabei ist. Ganz einfach. So, ich baue es bei mir mal ein, irgendwo im Head-Bereich, mein kleiner sein Link, rel canonical, ist href und meine individuelle URL. Damit bestimme ich einfach, das ist die Originalseite. Das Tolle daran ist, wenn man sowas reinbaut, es gibt Leute, wo Seiten 1:1 klauen und dann ist es nicht ganz so wild, weil dann weiß auch Google, ah, das ist gar nicht das Original, wenn ich das irgendwo auf einer anderen Webseite finde, sondern was hier als rel canonical drinsteht, das ist das Original. Und das kommt öfters vor, wenn man so denkt, dass Webseiten wirklich 1:1 geklaut wird und man so denkt, so, hallo, so doof darf man es ja gar nicht machen. Teilweise wird dann Inhalt geklaut plus
da steht dann die eigene E-Mail-Adresse noch drin. Oder wie wir gestern natürlich hatten, unten steht als Copyright eine ganz andere Firma drin. Von dem her ist das natürlich hochinteressant, das reinzupacken, weil das Problem von geklauten Seiten ist einfach, es ist abhängig, wer den stärkeren Webserver hat. Stärke bedeutet jetzt nicht irgendwie schneller oder sonst irgendwas, sondern Google gewichtet ja. Und wenn es eine uralte Domain ist mit gutem Inhalt, dann ist die stärker, als wenn es eine komplett neue Geschichte ist. Wenn diese alte Domain quasi dann den Inhalt klaut von der neuen, dann sieht es aus, als wäre wirklich die alte die erste gewesen. Und somit kann dann sein, dass die alte dann im Suchindex auftaucht und Google sagt, naja, das andere ist ja bloß Duplicate Content und schwupps raus. Von dem her wichtig, diesen Link rel canonical drin haben, das schadet nicht. Beugt natürlich auch solchen Sachen ein Stück weit vor und mildert es ab, wobei man es einfach danach gucken sollte und nicht unbedingt zulassen. So, ich packe es bei mir mal rein, irgendwo oben im Head-Bereich, Link, dann die Relevation. In vielen Tools wird das auch schon automatisch gemacht. Dann das href, wo geht's hin? So, und da auch wiederum natürlich am besten rauskopieren, dann hat man keinen Stress damit. Ich habe einerseits die Startseite, die hier, weil hier vertippen ist natürlich auch ganz ungeschickt. Und das kommt hier rein. Und beim Rauskopieren passiert natürlich auch eins, dass zum Schluss dieser Slash mit dabei ist. Das steht für die Startseite. Es wird gern vergessen bei vielen Leuten, wenn sie Links setzen. Wenn ein Link direkt auf die Startseite gehen soll, dann ist das der richtige Aufbau, sprich http://, die domain.de, was auch immer. Und zum Schluss kommt dieser Slash dazu. Das ist eigentlich der korrekte Aufbau. So, das habe ich jetzt für die Startseite. Das gleiche möchte ich auch für meine Seite Impressum machen. Also sprich, mal das Impressum reinladen. Nein, nicht neu, laden. Hier würde auch noch Description ganz nett sein, aber jetzt lassen wir mal das mit dem Relevation-Link rein. Und hier ist natürlich nicht die Startseite, sondern diese in Impressum.htm, die Canonical-Seite. Sprich Impressum.htm. Also da bitte drauf achten. Im Normalfall wird man solche Sachen automatisiert setzen. Selbst bei statischen Seiten. Im Normalfall wird man da sich kurz ein PHP-Skript kurz zusammenprogrammieren. Wenn man PHP kann, dann ist das ein Aufwand einmalig von einer Viertelstunde. Und wenn man es richtig schön macht, von mir ist eine Stunde, dann ist das erledigt. Achtung, Werbeeinblendung. PHP-Lernen ist die Richtung www.php-kurs.com. Das ist der nächste Schritt nach HTML quasi. Da kann man dann mit PHP sich austoben. Und das ist einfach natürlich super klasse, um Sachen zu automatisieren. Weil bei unseren Seiten ist natürlich jetzt relativ einfach gehalten und es ist eigentlich klipp und klar, was gehört hier hinten rein. Das ist der Dateiname und vorne kommt unsere Domain rein. Das ist das, was hinter diesem rel canonical hängt. Hat man einen Shop, einfach darauf achten, dass man nicht versehentlich irgendwie doppelte und dreifache Sachen produziert. Und es kann auch einfach sein, wo man irgendwie kleine Applikationen schreibt, Terminverwaltung, sonstige Geschichten. Fängt Google auf einmal an, hinten irgendwelche Daten, die man übergibt, über die URL zu indizieren und jedes Mal ein neues Suchergebnis aufzunehmen. Von dem her kann das sehr wichtig und geschickt sein.